So soll das neue Konzerthaus im Werksviertel am Ostbahnhof aussehen, wenn es denn einmal fertig ist. Noch immer befindet sich das Bauprojekt in der Planungsphase. Corona-bedingt verzögert sich der Baubeginn ohnehin. Die Entstehung der neuen Kulturhochburg steht nun aber auch öffentlich zur Debatte. Ich habe so das Gefühl, die Euphorie ist raus, das Vorwärtsdrängen. Wir wollen das machen. Das ist ein bisschen oder deutlich schwächer geworden und da müssen wir umschalten wieder. Ich glaube, am Schluss des Tages, der Freistaat braucht einen Spitzensaal. Die Frage ist am Schluss, welcher Preis? Zu Beginn der Planungsphase schätzten die Bauleiter die Kosten auf 380 Millionen Euro. In der aktuellen Krisensituation stellt sich die Frage, kann sich die Stadt eine solche Investition überhaupt leisten? Da muss nicht unbedingt jetzt sofort entstehen, das kann noch ein paar Jahre warten. Lieber die Armen, die Bedürftigen helfen, finde ich besser. Ich denke, es ist ja eh schon geplant und ich denke, ob man es jetzt baut oder nicht, wird jetzt keinen großen Unterschied zu anderen Ausgaben machen. Das glaube ich nicht. Das ist sehr, sehr schwer. Gibt München da viel Geld, wissen Sie. Warten wir bis nächstes Jahr. Wer sich so viel Fahrradwege leisten kann, kann sich auch ein Konzerthaus leisten. Wie hoch die Kosten für das Projekt am Ende tatsächlich sind, ist unklar. Eine Machbarkeitsstudie soll jetzt überprüfen, wie möglichst viele Vorhaben mit wenig Geld umgesetzt werden können. Da will ich jetzt die Ergebnisse mal sehen und dann will ich endlich auch einmal wissen, was das Ganze kostet. Das wissen wir bis heute nicht. Und schließlich und endlich muss jetzt verbindlich ein Zeitrahmen festgelegt werden. Die wollen ja immer den dritten Schritt vor dem ersten machen. Und weil wir kein Hamburg haben wollen, müssen wir jetzt erstmal schauen, also keine Elbphilharmonie mit den riesigen Kostensteigerungen, muss man das halt jetzt seriös abarbeiten. Und deswegen wird so schnell jetzt keine Antwort des Ministerpräsidenten oder des Ministers geben können, weil man jetzt erstmal die Fachleute rechnen und planen lassen muss. Konkrete Ergebnisse der Studie sind laut Aussagen des Kunstministeriums aber noch vor der Sommerpause zu erwarten.